Peter ist der Tunnel. Sich vielmals entschuldigen. Sie hat es nicht mehr geschafft. Herr Strom ist jetzt da. Strom? Peter, entschuldige. Ich wollte in Hamburg sein. Gelernt? Kokomo. Kokomo? Kokomo. Peter, ich brauche deine Hilfe. Eva Lauer. Eva Merana. Hast du doch noch deinen soliden Millionär gekriegt? Ja, entschuldige. Entschuldige, dass ich dich darüber im Unklaren gelassen habe, aber ich war mir nicht sicher, ob du kommen würdest. Ich bin nicht nachtragend. Nicht nachtragend? Du warst es, der mich 3 Tage lang in dem lausigen Hotel hast warten lassen. Asche auf mein Haupt, was kann ich für dich tun? Peter, ich muss mit dir reden. Reden? Das ist alles. Ich würde dich nicht bitten, wenn ich einen anderen Ausweg wüsste. Es geht um meinen Mann. Sieht doch nett aus, dein Mann. Geht dein Wille dann? Ich kann im Telefon nicht reden. Wo denn? Sylt. Ich hol dich. Langsam, langsam. Keine Ehekräche. Geh damit zum Psychiater oder zum Friseur. Du solltest mich besser kennen. Gut, wo auf Sylt? Ich hol dich mit meinem Flugzeug. Mit deinem Flugzeug, danke. Mein Leben ist zwar nicht das Edelste, aber ich häng dran. Wie du willst. Meine Sekretärin, die wird dir noch was mitgeben. Und wann fährst du? Jetzt. Sie soll mir was mitgeben. Ist sie immer auf Sylt? Oh nein. Der Chef ist viel unterwegs in Übersee. Sie kümmert sich hier ums Büro. Reiner Zufall, dass sie für ein paar Tage rüberfliegen konnte. Ist er auch auf Sylt? Bogota. Bogota. Und sie fliegt wirklich selbst? Warum nicht? Die Adresse steht hinten drauf. Danke, dass Sie gestoppt haben. Und jetzt? Entschuldigen Sie die Reiseunterbrechung, Mann. Herr Dr. Merana möchte Sie sprechen. Der Mann ist in Bogota. Das ging um seine Frau. Ja? Ich bin froh, dass mein Freund Sie so schnell gefunden hat, Herr Strom. Es tut mir leid, aber Sie vergeuden Ihre Zeit. Kehren Sie um. Fahren Sie nach Hamburg zurück. Soll das ein Witz sein? Keineswegs. Das Ganze ist mir sehr peinlich. Meine Frau sieht Gespenster. Sie baut Dinge auf. Sie ist sehr eifersüchtig und hat ein schwaches Nervenkostüm.
Mein Büro kommt selbstverständlich für Ihre Auslagen auf. Keine Sorge, Sie kriegen meine Rechnung. Für the Don? Der rote Wagen da draußen. Annelie, Köy. Fort Grot af. Er meint, fährt grad weg. Was wollt er? Nach Brahms. Brahms, wer ist das? Das wird es selben nicht. Douglas, was er ist. Wie ist rot, ist er runter? No husto. Jemand liegt gut. Jemand liegt gut? Moin. Na, no, Mann. Wenn die Leute hier bloß da laufen wollen, dann können sie auch gleich zu Hus bleiben. Alles klar, ne? Lass dich halten. Gut. Moment. Hier. Was ist das? Oh Gott. Puh.
klingst du wie eine Eckkneipe. Ja. Nee, nie umfallen. Warte, komm her. Mein Wagen sitzt fest. Nicht lachen. Helfen. Sie müssen gefahren sein wie ein Verrückter. Verzeihung, gnädigste, ich habe den Mann nicht mal berührt. Wir sind hier keine Rennpiste. Ja, schon gut. Roter Wagen, dänisches Kennzeichen. Sagt Ihnen das was? Nein, und ich finde nicht, dass die anderen die Schuld geben sollten. Sie sprechen ja ein entzückendes Deutsch, Gnädigste. Wie habe ich denn das geschafft, ohne die Grenze zu passieren, bei Ihnen mitten in Dänemark zu landen? Wir sind in Dänemark. Wir haben hier dänische Schulen. Wir gehören zur dänischen Minderheit. Das ist hier ganz normal. Nein. Geht, holt eine Decke. Das ist Brahms. Brahms? Wo wohnt denn der? Ich kann ihn nach Hause bringen. Er wohnt ein bisschen weiter den Deich runter. Er ist fast taub. Hat sein Hörgerät aber nie im Ohr. Typisch. Kennen ihn die Leute am Grenzübergang? Und wie? Vor allem im Grenzkrug. Jemand sucht ihn. Der rote Wagen. Er ist Maler. Wenn er nicht zu besoffen ist. Er malt sehr, sehr schön, finde ich. Viel Landschaftsmalerei. Maler. Früher hat er einmal Zimmer vermietet. Aber das ist lange her. Sonst hat er keine Verbindungen. Außer zum Schnaps. Ja, Schnaps? Ja. Oh, hau, hau, hau. Die ganze Radabhängung ist im Eimer. Ja, das Spur, die man auch nie vermieten waren. Das tut. Ich verstehe kein Wort. Was heißt denn das jetzt wieder? Auch in der Werkstatt nicht. Nicht unter zwei... Was? Drei Tage. Zwei, drei Tage? Das ist völlig unmöglich. Ich brauch den Wagen. Wer ist der freundliche Däne? Was will er? Was sucht er? Wer ist der freundliche Däne? Was will er? Was sucht er? Der Kerl in dem roten Auto. Was sucht er? Ganz schön wütend. Sagt Ihnen der Name Merana was? Dr. Merana. Gewürze, Hamburg. Was ist los mit diesem Merana? Was für ein Schwachsinn bin ich da gerade? Ich versöhnt mir nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Bei mir ist nichts mehr zu holen, wenn er mich alle totschlacht. Moment. Was holen wir alle?
Hä? Ich suche Eva Merana. Die ist am Strand. Kann ich Ihnen helfen? Versuchen Sie es. Leonie, die Nichte. Von der Nichte war nicht die Rede. Ach nee. Und wer sind Sie? Ich bin ein alter Schulfreund Ihrer Tante. So nennt man das jetzt. Vermessen Sie die Insel, solange die Nordsee noch was übrig lässt? Ich mache Ausgrabungen. Oh. Archäologische Ausgrabungen. Waren die Römer auch auf Sylt? Oder graben Sie nach alten Nivea-Dosen? Sie fahren hier nur ein klappriges Auto? Ihr Humor springt auch nicht mehr an. Aha. Es ist also was Ernstes. So ist es. Eine riesige alte Nivea-Dose. Im 17. Jahrhundert von der dänischen Flotte versenkt. Einige Meter unterm Treibsand. Nie gefunden. Leonen heißt sie. Der Löwe. Was ist da so interessant an dem Löwen? Versunkene Schiffe sind immer interessant. Finden Sie nicht? Eine Schatzsucherin. Wer hätte das gedacht? Das ist Dr. Lukas Buhr. Besuch? Wir arbeiten zusammen. Ah ja, so nennt man das jetzt. Ja, Leonies Tante war so freundlich, unser Haus für ein paar Wochen zur Verfügung zu stellen. Die Sylt-Hotels sind unerschwinglich für uns. Das kann ja nur besser werden. Goldschatzmäßig. Peter! Ach, ihr habt schon Bekanntschaft gemacht. Du stell dir vor, die beiden sind auf der Suche nach einer schwedischen Kriegskasse. Komm. Und was hast denn du für ein Gefährt? Macht ihr so schnell? Mhm. Ja. Ach, so lange Zeit. Das ist doch unglaublich. Und gut siehst du aus. Ich weiß. Hast du ruhige Fahrt gehabt? Sehr ruhig. Hast du denn noch eine Medien hergearbeitet? Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ja, du hast mich eben schon damals verkannt. Hast du mich kommen lassen, um mir das zu sagen? Hier fehlt ein Bild aus der Sammlung meines Mannes. Ein Vermögen, ein Herzstück. Ein Original. Ich muss es wieder beschaffen. Und ihr wollt die Versicherung kassieren. Ach, bitte, komm, komm, lass die Witze. Ich hatte im Büro ein paar Tage Zeit, ganz unerwartet, bin hergeflogen und hab's entdeckt. Was sagt die archäologische Nichte dazu? Das fehlte schon, als Leonie herkam. Hat sie dich in Hamburg angerufen? Nein. Nein, nicht direkt. Ja oder nein? Nein. Aber das ist ja nicht das Problem. Leonie ist hier so gut wie zu Hause. Warum soll sie auch Bilder klauen? Sie erwartet ja eine schwedische Kriegskasse. Das ist ein sehr, sehr tüchtiges Mädchen. Hat sich alles selber erarbeitet. Also für die lege ich die Hand ins Feuer. Dein Mann hat das Bild abgenommen. Ja, wenn ich das wüsste. So, und genau das ist das Problem. Frag ihn einfach. Wenn das so einfach wäre. Wer ist das? Das ist ein Ausschnitt. Das ganze Foto zeigt ihn zusammen mit meinem Mann in Hamburg. Du spionierst deinem Mann nach? Ja. Ist furchtbar, ne? Er hat mich angerufen. Er meint, du siehst Gespenster und ich vergeude hier meine Zeit. Was sagst du dazu? Dass mein Mann hat dich angerufen. So ist es. Plötzlich passieren mir überhaupt die dämlichsten Dinger. Mein Wagen steht drüben in Nordfriesland, dank deinem Fotomodell. Also, wer ist er? Ich weiß es nicht. Aber das Treffen mit meinem Mann, das war so merkwürdig. Wie merkwürdig? Ja, es war ein merkwürdiger Treffpunkt. Es war bei Michel. Flüchtige Begrüßung und die Übergabe einer Mappe. Was für eine Mappe? Weiß ich nicht. Sie weiß es nicht. Nein, du hast mir eine idiotische Geschichte eingebrockt. Wo ist die Pointe? Ich weiß es, ich bin durcheinander. Och, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Sagt der Name Brahms was? Brahms? Mit A-A ohne H. Brahms. Brahms. Nein, ich weiß es. Brahms, ein Maler, drüben im Grenzner. Entschuldigung, aber das Essen ist um 8 Uhr fertig. Wunderbare Werke, nicht wahr? Hier, unser Gastgeber darf als einer der großen Sammler hierzulande gelten. Aber eins fehlt offenbar. Wahrscheinlich hat er es vergeben. Ein ganz unbekanntes Werk. Obwohl von Meisterhand. Emil Noll, der war. Ich zeig's ihm mal. Eine frühe Arbeit. Wanderer im Watt. Schätzungsweise 200.000 Mark wert. Sie kennen sich aus, hä? Gelernter Kunstgeschichtler. Der Name von diesem Maler. Da, Grenzland. Wie war der noch? Brahms. Brahms.
Sagt er Ihnen was? Mir? Nein, kenne ich nicht. Nur unseren großen Musiker natürlich. Dessen Mutter übrigens auch aus dem Grenzland stammt. Sehr aufregend. Ja, denn Nordfriesland ist ja, wie Sie sicherlich wissen, auch die Heimat Emil Noldes, der das Licht eingefangen hat wie kein anderer. Und das vor dem Hintergrund einer beispielhaften Ablehnung vom Naturalismus hin zum extremeren, stärkeren Aus... Tut mir leid, aber mein Gast hat noch nicht einmal sein Zimmer gesehen. Ich rede zu viel, ne? Entschuldigung. Habe ich dich wirklich sitzen lassen in Kokoma? Im lausigsten Hotel der Welt. Und du hast dir meine Geschichte unter den Nagel gerissen. Eva Laura, du warst eine gute Journalistin. Aber diese Entführungsgeschichte war ganz einfach nichts für die Presse. Mein Redakteur hat mich danach nicht mal mehr nach der Uhrzeit gefragt. Das ist Berufsrisiko. Vergessen. Peter? Ich muss dir blind vertrauen können. Ist das nicht ein bisschen riskant? Denk an Kokomo. Ich gebe dir eine zweite Chance. Danke. Bitte. Ich misstraue der Aufrichtigkeit meines Mannes. Der sagt mir nicht mehr alles. Vorsicht, ich hab dich gewarnt. Keine Ehekarte. Mein Mann und die Kunst, das ist eine... Ja, das ist eine krankhafte Leidenschaft. Der kauft und verkauft ständig. Der ist ganz besessen von seinen Eroberungen und ich... Ich schlaf seit Wochen nicht mehr vor Angst. Und weiter, ich warte immer noch auf die Pointe. Ich hab nichts in der Hand. Und reden kann ich nicht mehr mit ihm. Der weicht mir aus. Und er dreht mir das Wort im Mund herum. So kenne ich den gar nicht. Wie lange kennst du denn ihn überhaupt? Seit 3 Jahren. War lieber auf den ersten Blick. Wir haben sofort geheiratet. Du würdest ihn mögen. Na, dann ist ja alles klar. Du, seit Wochen versuche ich dahinter zu kommen. Und inzwischen ist mir klar, der ist in was hineingeraten. Ich will ihn nicht verlieren, Peter. Ich liebe ihn. Bei gewissen Telefonanrufen, da verschließt er die Tür vor mir und dann ist er ständig auf Reisen, ohne es vorher anzukündigen. Und dann trifft er sich mit Leuten, die ich nie kennenlerne. Rede nicht herum, wo ist er reingeraten? Vielleicht tue ich ihm Unrecht und er sitzt wirklich nur auf seinen Auktionen und er steigert oder riskiert ein bisschen. Das ist ja ganz normal. Die anderen sitzen am Roulette-Tisch und dann schon lieber so. Sag mal, bin ich verrückt? Du hättest besser deinen Seelenklempner aus Hamburg holen sollen. Peter, bitte. Und merk dir, ich engagiere dich nicht, weil ich gegen meinen Mann bin. Eva Lauer? Du engagierst mich gar nicht, solange ich nicht weiß, was hier eigentlich los ist. Peter Strom, wenn ich das wüsste, bräuchte ich deine Hilfe nicht. Thank you.
gesund. Ich habe auch schon das rote Päckchen. Oder kommt das vom schlechten Gewissen? Hey, was fällt Ihnen ein? Grüß Franz. Verschwinden Sie! Das zweite Boot. Welches Boot? Ein Fischer. Ein Däne von Röme. Blödsinn! Brahms! Gestern haben Sie ihn noch nicht gekannt. Heute bringt er Ihnen einen Koffer. Hören Sie auf, was wollen Sie überhaupt? Was wollte Brahms? Oder besser, was wollen Sie von ihm? Sie spionieren uns nach, ne? Kommen Sie vom Museum? Wollen Sie die Früchte unserer Arbeit abstauben, oder was? Richtig. Warum gräbt eigentlich sonst niemand nach dem schwedischen Schatz? Wenn es sich herumspricht, werden sie alle kommen. War nicht ganz billig, das Unternehmen, nehme ich an. Wem gehört das Gerät? Das geht Sie nichts an. Und dieser Brahms mischt mit. Wir kennen keinen Brahms. Lassen Sie Leonie doch antworten, Herr Doktor. Oder haben Sie sich nicht so im Griff hier? Was wollen Sie von uns? Das ist eine gute Frage. Gute Fragen gibt es überhaupt jede Menge. Das ist ja wohl Ihr Problem. Passen wir auf, dass es nicht Ihr Problem wäre. Sagen Sie ruhig Bescheid, wenn er Ihnen auf den Nerven geht. Wo ist eigentlich Herr Strom? Sich hingelegt. Die Wattwanderung hat ihn geschafft. Lukas und ich müssen gleich morgen früh noch mal nach Kopenhagen. Im Nationalmuseum sind neue Dokumente für uns aufgetaucht. Toll. Ihr kommt voran, nicht? Zwei. Die Zeit wird knapp. Die Sache fängt an, sich langsam rumzusprechen. Wenn wir uns nicht ranhalten. Neue Quellen, ein paar neue Geräte. Bevor die Geier kreisen und uns den Fund strittig machen. Sag mal, dein Besucher hat nicht zufällig solche Interessen. Der durchsucht unsere Sachen. Hier, ein Schnüffler. Was machen wir jetzt? Was will der? Für wen arbeitet der? Weiß Eva über den Bescheid? Vielleicht will er die Pläne. Klingt plausibel. Und wenn er für Eva das Bild sucht? Sie war völlig aus dem Häuschen. Fast. Wir verschwinden. Wir verschwinden. Und wie willst du das erklären? Wie will er das erklären, dass er so eine Sachen durchsucht, dass er das Auto durchsucht? Nein, nicht so. Eva denkt, wir fahren morgen früh. Dann hast du dich eben geirrt. Willst du warten, bis er morgen wieder auf der Matte steht? Peter? Peter!
Wo steht dein Flugzeug? Ich kann doch nicht mitten in der Nacht nach Kopenhagen fliegen. Wo sollen wir sie denn da auch suchen? Na, jedenfalls nicht im Reichsmuseum. Post gekriegt, Telegramme, irgendwelche Telefongespräche. Ich glaube, Lukas hat vorhin telefoniert. This is Palace Hotel Copenhagen. Hello. Je länger ich darüber nachdenke, es kommt mir vor, als wäre Leonie vor Jahren einmal, während der Ferien, bei einem Maler gewesen, Grenzland. Ja, und der könnte Brahms geheißen haben. Sag mal, hörst du mir eigentlich zu? Ich frag mich nur, wie ich hier heil wieder runterkomme. Der Papierkrieg dauert mir zu lange. Wir treffen uns vom Hotel. Peter, wart auf mich. Immer. Thank you.
ein bares Eisgeld dabei. Es geht in Ordnung. Dr. Buhr? Ja? Selbst. Was weißt du über seine spezielle Liebe zur Kunst? Ich weiß gar nichts! In Kopie. Geniell, Lehrer. Die Kopie, das ist doch nicht alles. Bleib hier, komm, bleib hier. Euer schöner Plan ist vielleicht so kompliziert, dass ihr ihn selbst nicht verstanden habt. Die Henner, da haben wir alle Herr Gulwehr. Was sagt er? Wir sollten uns an den halten, der so genial kopiert. Passen Sie auf, wir haben den Koffer so, wie er ist, übernommen. Von wem? Das können wir doch nicht sagen! Wir wissen den Namen ja auch nicht. Wer ist der Kopist? Wer und wo ist er? Wir sind reingelegt worden. Ach, deswegen meinst du, ihr könnt uns auch reinlegen? Ist aber jetzt reicht's doch! Woher stammt die Kopie? Was haben Sie bei Brahms gesucht? Fachkreise mungeln die Wanderer im Watzeln auf dem Markkummer. Dr. Merane haben davon gehört, mich zu Brahms geschickt. Man hat früher für ihn gearbeitet. Im Gewürzhandel? Nein, so Maler. Kopien. Großartige Arbeiten vor. Betrügerische Geschäfte mit Galerien, auch Museen, auch Privatsammlungen. Organisiert von Merana. Verdammt, du haben geblufft. Du haben keine Ahnung.
weg! Pack's an! Sabine! Lukas! Leonie, Sie sind doch wahnsinnig. Ja, und Brahms hat uns beschissen. Der sollte eine Kopie für Miranas Wand machen. Der hat doch nichts gemerkt. Und wir hätten mit dem Geld unsere Arbeit doch entscheidend beschleunigt. Er muss hier weg. Was sind das für Leute? Wir sind über drei Ecken empfohlen worden. Die kaufen Bilder, ohne lange zu fragen. Mein Gott, die wirken doch erst ganz nett und harmlos. Nett und harmlos. Kannst du sehen? Grundsätzlich erstmal, die Welt ist nicht nett und harmlos. Da wusste natürlich niemand etwas über Leonie. Und dann war ich wieder im Hotel. Du änderst dich auch nie! Aber diesmal ist nicht Kokomo und diesmal bezahle ich dich. Steig ein und starte. Nicht bevor du mir sagst, was los ist. Wir fliegen nach Nordfriesland, müssen vor einem Cadillac dort sein. Der ist schon unterwegs. Aber was redest du eigentlich? Es geht um deine Leonie! Deine Leonie und ihr... Lukas! Sie dachte, ihr könnt ihr Unternehmen auf ganz raffinierte Weise finanzieren und nicht damit gerechnet, dass sie der Kopist bescheißt. Und dass dein Mann mit beiden Händen mitmischt am schwarzen Kunstmarkt. Ist nicht wahr. Kennst du ihn doch gar nicht. Da kannst du sicher sein, dass er mich kennenlernen wird.
du Buben aus Kopenhagen. Bringe Leonie mit und die Kopie, die du da lang gedreht hast. Das ist genau 20 Minuten. Wie ist es? Na nun, mich interessiert das Bild nicht. Ich will Merana. Merana? Du hast nur noch 10 Minuten. Ich kenne das Mädchen seit Jahren. Merana hat sie mir mal angeschleppt. Ich sollte ihr Zeichnen beibringen für ihre Ausgrabungen. Vor ungefähr 3 Wochen taucht sie plötzlich auf und will eine Kopie von dem hier. Na, lieber ist das. Merana hat mich oft beschissen. Wenn der ein Bild haben will, dann geht er über Leichen. Jetzt war die Gelegenheit, ihn zu bescheißen. Also eine Kopie zurück in Miranas Villa, eine Kopie an Leonies Abnehmer und das Original für mich. Konnte ja nicht ahnen, dass die an solche Profis stößt. Was interessiert dich das alles? Versicherung? Ich mag einfach keine Miranas. Nicht mal das hat er legal gekriegt. Das stammt aus der Sammlung eines reichen Modefritzen. Der Typ ist inzwischen tot. Nimm die Dinger, hau ab und lass mich endlich zufrieden. Bin raus aus dem Geschäft. Mit Miranas Leidenschaften dürften einige Werte zusammengekommen sein. Ja, Versicherungswerte. Herr Schulmeister. Welches ist das Original? Das? Hier. Und das Original finde ich. Das Bild habe ich nie gesehen. Moin. Moin, moin. Moin, moin. Sehr gut, du, ha? Jo, die Wogen ist aber da fit. Ja, ich habe da Fluchtüch sehen und habe gedacht, jo, was das denn? Ist da was los, Hüt? Gar nichts ist los. Komm gleich ein bisschen Besuch. Hör gar nichts los? An der Grenze hat sie eben wegen geschnappt. Ja, 3 Mann und Jungfrau mit dem Koffer. Da scheint ja ein klautes Bild drin sein. Und klaut ein Ballermann. Ein weißer Wagen. Ja, woher wird denn sehen das denn? Was kommt Magen? Und Kim Hauen? Nee, das war mir zu unheimlich. Ja, ich komme direkt von der Grenze. Geh lieber ins Haus, ja? Du und Molly ist zurückgekommen. Ganz überraschend. Peter, sei mir nicht böse, aber
Es wäre besser, wenn ihr euch nicht begegnet. Dein Mann ist zurückgekommen, wo ist er? Ja, der ist im Watt spazieren. Wir haben geredet. Wir haben alles besprochen, ganz offen und sehr, sehr gut. Also seine Anwälte werden sich der Sache annehmen. Komm, Schwamm, der Bibel, wir wollen das Ganze nicht aufbauschen. Amen. Bevor du jetzt alles durcheinander bringst, gebe ich dir lieber deinen Scheck. Was bin ich dir schuldig? Vergiss es. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass du für mich umsonst gearbeitet hast. Irrtum. Ich habe nicht umsonst gearbeitet und ich habe nicht für dich gearbeitet. Was soll das heißen? Ich wäre ein paar Galeristen und ein paar Versicherer sehr glücklich machen, die den Wert da abhanden gekommen sind. Und so viel kannst du gar nicht bezahlen. Peter. Peter, ich bring dich um! Guten Tag, Herr Strom. Wir hatten ja schon telefonisch das Vergnügen. Was meinen Sie, sollte ich nicht die Finanzierung des Unternehmens Leon übernehmen? Am Ende stößt Leonie tatsächlich auf Gold. Wenn Sie Ihre Nichte kaufen, ich fürchte, damit kommen Sie zu spät. Eine Frau hat mir ihre Abenteuer in Kopenhagen geschildert. Sie mögen einiges gehört haben, aber der Kunstmarkt raunt viel und hält wenig. Jeder sieht, wo er bleibt. Niemand wird Ihnen glauben. Brahms hat gründlich ausgepackt. Was verlangen Sie? Ihre Frau hat schon versucht, mich zu kaufen. Warum sind Sie dann gekommen? Den Mann sehen, auf den Eva Lauer reingefallen ist. He's the guy can put you in a state of fright. He's a guy.